hoffentlich nicht länger als fünfminütige Rede zum Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes vorbereiten. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, am morgigen Freitag ist ein Jahr her, dass wir uns im Verkehrsausschuss mit der Machbarkeitsstudie für den Deutschlandtakt befasst haben. Die Studie hat schon die vormalige Bundesregierung 2013 in Auftrag gegeben. Und wir haben ja bereits vom Kollegen Funk die gute Nachricht gehört, dass dieses Thema voll im Bundesverkehrswegeplan Berücksichtigung gefunden hat. Ein Bundesverkehrswegeplan, den die Antragsteller ja stoppen wollen. Auch das ist ja ein merkwürdiger Widerspruch. Ich will ein Zitat liefern, denn im Bundesverkehrswegeplan steht, dass ein integrierter Taktfahrplan für den Personenverkehr auf dem deutschen Schienennetz betrieblich, technisch und rechtlich realisierbar ist. Zu dessen Umsetzung schlägt die Studie eine fahrplanbasierte Infrastrukturentwicklung mit fokussierten Aus- und Neubaumaßnahmen mit dem Ziel einer bestmöglichen Lösung für den Taktverkehr vor. Und dann sind 3,3 Milliarden für den Ausbau von Schienenknoten und ergänzenden Maßnahmen für den Deutschlandtakt eingeplant worden. Und dann ist es so, dass im Bundesverkehrswegeplan drinsteht, wörtlich, alle Maßnahmenvorschläge der Machbarkeitsstudie Deutschlandtakt wurden in das mehrstufige Bewertungsverfahren für den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Die großräumig wirksamen infrastrukturellen Maßnahmenvorschläge der Machbarkeitsstudie zum Deutschlandtakt sind dabei Teil der Vorhaben, die zum BWP 2030 in der ersten Phase detailliert untersucht wurden. Diese Maßnahmen haben sich dabei als wirtschaftlich erwiesen und sind in den vordringlichen Bedarf eingestuft worden. Also, wir haben doch wohl alle den Eindruck, wir sind voll dran an dem Thema. Wir wollen und wir treiben voran. Und wir haben nicht darüber nur geredet, sondern wir haben bereits getan. Im potenziellen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans sind weitere Maßnahmen zum Ausbau von Strecken und Knoten vorgesehen, die nach fertiger Planung dann in den vordringlichen Bedarf hochgestuft werden können. Also sind die Grundlagen zur Finanzierung dieser Infrastrukturmaßnahmen des Bundes, um einen deutschlandweiten Takt zu ermöglichen, damit vorhanden. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, Verkehrsträger Schiene ausbauen, stärken. Aber dafür ist grundlegende Voraussetzung die Erweiterung der Schienenkapazitäten. Und wer dieses nicht in den Mittelpunkt seiner Anstrengungen stellt, der redet daher und er tut nicht voran. Und da will ich etwas ganz deutlich sagen. Wer in Berlin für einen Deutschlandtakt und die Verlagerung von der Straße auf die Schiene wirbt, der muss auch vor Ort die notwendigen Baumaßnahmen fördern und dafür einstehen und sollte nicht in etwa Bürgerinitiativen gründen oder unterstützen, die die Baumaßnahmen von Schieneninfrastruktur verhindern wollen. Wir werden also genau hinsehen müssen und die großen Worte in Berlin einem örtlichen Glaubwürdigkeitstest unterwerfen. Der Schienenverkehr hat sich seit Bahnreform 94 stets positiv entwickelt. 2014 in dem Bereich 129 Millionen Fahrgäste. 2015 werden es 131 sein. Verkehrsangebot ist die eine notwendige Infrastruktur, die andere Seite einer erfolgreichen Eisenbahnpolitik. Wir haben 34.000 Kilometer Gesamtlänge unseres Netzes, davon 2.200 Kilometer Hochgeschwindigkeitstrassen. Deutschland ist gemessen an seiner Landesgröße das Land in der Welt mit dem dichtesten Schienennetz, was wir überhaupt weltweit kennen. Und deswegen sage ich mal, muss diese Infrastruktur als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge in staatlicher Hand und Verantwortung bleiben, weil damit die Voraussetzung für einen attraktiven, nachhaltigen und den Kundenbedürfnissen entsprechenden Schienenverkehr gegeben sind. Unsere Herausforderung in den nächsten Jahren, das ist auch schon erwähnt worden, ist, dass wir bis 2030 die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen, damit in Deutschland konkrete Taktfahrpläne für den Personenfernverkehr eingeführt werden können und dann auch die entsprechende Nachfragesteigerung erreicht werden, die Machbarkeitsstudie auch erwartet. Gut erreichbare Anschlüsse, kurze Reisezeiten, hohe Verlässlichkeit der Fahrzeiten sind im Personenfernverkehr existenzielle Ziele. Und dann müssen wir uns auch mit der Frage der Flexibilität eines Deutschlandtaktes befassen.
Denn die Studie geht von störungsfreien Fahrten, langfristig planbaren Anmeldung der Trassen aus, aber unvorhergesehene Ereignisse, Verspätung, grenzüberschreitende Verkehre, die in das Haupttransitland Europas, Deutschland, transportiert werden. Kurzfristige Bedarfe sind auch Teil unserer Realität. Und darüber müssen wir auch im Ausschuss sprechen, wie der Deutschlandtakt so flexibel gestaltet werden kann, dass man mit solchen Ereignissen auch umgehen kann. Und ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, darauf, dass wir in dem Ausschuss eine weitere gute Fachdebatte haben können. Diese Freude ist bei diesem Thema offenkundig.